Am 24. Juni ist es endlich soweit. Pokalfinale. 75.000 Fans im Berliner Olympiastadion. Thomas Kastenmeier. Sein Traumpass. Und Dorlin vollendet im Stile eines Weltklasse-Stürmers. Herrlich im Doppelpass mit Dorlin. Und dann spaziert Heiko durch die Wolfsburger Abwehr. Ein kluger Rückpass und Stefan Effenberg macht alles klar. Seine Freude kennt keine Grenzen. Heiko Herrlichs Vorarbeit und das entscheidende 2:0 durch Tiger Stefan Effenberg. Dass ausgerechnet Heiko Herrlich trifft, passt auch. Nach Dorlin und Effenberg nun eher, als ob sie ein Drehbuch gehabt hätten. Die Fotografen und die Fans erleben eine ausgelassen feiernde Borussia.